Bin wieder auf der Rasenfläche und zwar auf einer 8 mm kurz geschnittenen Linoleumfläche. Die Temperaturen sind endlich gestiegen, es geht wieder los. Der Rasen ist in seiner vollen Wachstumsphase gerade. Er powert sowas von durch. Ich hatte noch nie im Mai eine so dichte Rasenfläche. Um die geht es heute aber nur sekundär, denn primär geht es darum, ich habe einen neuen Spindel mehr. Und zwar ein Swordman Elektra mit 55 cm Schnittbreite. Und in diesem Video möchte ich euch meine persönlichen 8 Gründe mitgeben, warum ich mich für einen Swordman Elektra entschieden habe und nicht für einen anderen Elektrospindel mehr. Der erste Grund ist der Motor. Dieser Motor ist absolut leise. Wenn ich mal hinten drauf schaue, dann stehen da 78 dB. Und jetzt hole ich den Mäher mal hierher und ihr hört mal, ob ihr was hört oder ob ihr nichts hört. Und auch nochmal im Rückwärtsgang. Das, mein Lieber, sind aber nicht die 78 dB, die da hinten draufstehen, sondern die 78 dB, die beziehen sich tatsächlich auf den Mäher, wenn er auch mäht. Das heißt, wenn er fährt, wenn er mäht. Und das mache ich jetzt mal. Und heute ist Sonntag. Wenn ich jetzt Lärm mache, dann stehen meine Nachbarn hier binnen 2 Minuten und schmeißen wahrscheinlich Ziegelsteine auf mich. Das war's. Wie leise ist der? Und wenn ich jetzt mal rüber gucke, meine Nachbarn schauen noch nicht. Dieser Motor, dieser Elektra, ist sowas von leise. Andere Elektrospindelmäher da draußen im gleichen Preissegment, sogar teurer, liegen bei 90 dB. 78 dB, ich kann hier sonntags Rasen mähen. Und das war auch ein Grund dafür, warum ich jetzt mal einen Elektrospindelmäher haben wollte, damit ich hier nicht wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag, wenn ich mähe, Ärger mit den Nachbarn habe, denn die nervt es einfach irgendwann, wenn ich hier ständig einen Benzinerverbrenner also am Start habe und dann hier die ganze Nachbarschaft vielleicht auch noch wach mache in der Mittagspause. Von daher, ich kann jetzt wirklich mähen, wann ich will. Die Spindel an diesem Mäher habe ich relativ kontaktlos eingestellt. Wenn ihr das jetzt hört, dann ist das nicht unbedingt der Kontakt von der Spindel zum Untermesser, sondern das Ding liegt ja auch auf Lagern, beziehungsweise wird dort ja auch einfach Luft verdrängt. Und er hat ja 2 Motoren. Einmal der Motor für den Antrieb und zum zweiten ein Motor, um die Spindeleinheit vorne zu betreiben. Und natürlich auch der macht Geräusche. Die hauptsächlichen Geräusche hören wir aber tatsächlich von der Spindel. Und der Motor ist nicht nur leise, sondern der ist so dermaßen vibrationsarm. Das heißt, je weniger Vibration ich am Mäher habe, desto weniger Verschleiß habe ich natürlich auch an den Anbauteilen des Mähers. Zudem hat dieser extrem starke Motor hier drin auch noch 2 Funktionen. Ich kann ihn einmal ganz normal laufen lassen. Nicht nur das, ich kann ihn sogar in mehreren Geschwindigkeitsstufen fahren lassen. Dazu habe ich hier an der Bedienung einmal einen Plus und einen Minus. Einfach, wenn ich ein bisschen schneller gehen möchte, ich meine, es sind 5,6 km/h, die er erreicht, habe ich noch die Möglichkeit, hier einen entsprechenden Regenerationsmodus einzustellen. Und der Regenerationsmodus bedeutet einfach, dass die Spindeleinheit vorne oder egal welche andere Kassette ich jetzt einsetze, einfach nochmal schneller dreht, mehr Kraft auch zu bekommen. Wenn ich jetzt eine Rotationsbürste raufschnalle, dann hat die einfach mehr Kraft, bürstet mehr Dreck aus dem Rasen heraus. Was ich sagen muss, ist, wenn ich den Regenerationsmodus anhabe, dann fährt der Mäher einfach langsamer. Das heißt, ein bisschen langsamer, dafür aber vorne die Kassette mit mehr Power dran. Grund Nummer 2 ist der Akku. Der Akku des Swordman ist unheimlich, nicht nur langlebig, sondern auch ausdauernd. Ich habe den Mäher voll beladen, bevor ich mit dem ersten Video angefangen habe. Seit dem ersten Video, und das ist hier heute mein 3. Versuch, habe ich insgesamt 2 Stunden den Mäher hier schon laufen lassen. Hoch, runter, am Freitag, am Samstag, heute wie erwähnt ist Sonntag. Und er hat immer noch 80% Ladekapazität gehabt, beziehungsweise Batterie noch gehabt. Jetzt habe ich ihn über Nacht noch mal kurz geladen, beziehungsweise ich habe ihn am Abend noch mal angestöpselt. Der war aber innerhalb von, ich meine, es waren 20 Minuten schon wieder voll beladen. Und dieser Akku, der ist halt auch stark. Das heißt, der Akku liefert hier die entsprechende Kraft
die der starke Motor vom Elektra braucht. Der dritte Grund ist für mich das Design von Sportman. Nicht nur der Sportman Elektra, sondern auch der Sportman Advent 2.1 haben für mich das schönste Design. Manchmal gehe ich mit dem hier sogar durch die Stadt einfach ein bisschen flanieren. Egal, ob ich jetzt in den Profibereich schaue oder in den Privatkundenbereich, wo auch der Sportman platziert ist, ob ich mir Verbrenner anschaue, Elektrospindelmäher. Keiner kommt aus meiner Sicht an das Design von Sportman ran. Hier ist kein Kunststoff. Ja, die Räder, Gummi. Hier ist eine Kunststoffabdeckkappe, eine ganz kleine. Und hier haben wir nochmal drei. Ja, und natürlich hinten der Notausschalter. Aber das war's. Kein weiteres Plastik hier dran verbaut. Das ist alles Metall. Und alleine schon die Form des Fangkorbes, die Form des Mähers, die Lenkstange hier oben, die Griffe oben, ja, mit Leder und Nähten in Weiß. Das Ganze ist total gut aufeinander abgestimmt. Schwarz-weißes Design und das sogar oben an den Griffen. Optisch für mich der schönste Mäher da draußen. Grund Nummer 4 ist für mich das Gewicht des Sportman Elektra. Der Sportman Elektra ohne Fangkorb bringt 59 Kilo auf die Waage. 59 Kilo. Kennt ihr diese Rasenwalzen? Die meisten von denen haben ein Fassungsvolumen von, ich meine, es sind 50 Liter, Gesamtgewicht 60, 65 Kilo. Irgendwo so. Ich brauche die Walze nicht mehr. 59 Kilo. Da komme ich an das Gewicht von diesen Walzen ran. Und das ist für mich wichtig, denn je häufiger ich jetzt mähe, desto mehr walze ich natürlich auch den Boden. Und ich komme dahin, eine schöne, glatte, ebene Fläche zu haben, was natürlich auch wichtig ist. Denn je ebener, je glatter der Boden ist, desto schöner ist in Gänze auch das Schnittbild. Ich habe nicht irgendwo jetzt mal einen kleinen Hügel, wo ich ein bisschen mehr abgeschnitten habe, auf der anderen Seite ein bisschen weniger. Nein, das Rasenbild wird einfach glatter und ich bin natürlich auch in der Lage, mit einem ja, sehr, sehr glatten Boden auch viel, viel tiefer runtermähen zu können. Wenn ich jetzt vorne den Fangkorb nochmal dran packe, da kommen, weil der ja aus Metall ist, einfach nochmal ein paar Kilo mehr mit dazu. Und ich finde, dass dieser aus ja, Metall bestehende Fangkorb da vorne auch nochmal schönes Gewicht drauf bringt und ihn für mich einfach besser in der Spur hält. Da kommen wir auch schon zum fünften Grund. Und der fünfte Grund ist für mich einfach die Vielfalt an Wechselkassetten. Ich kann mich entscheiden, 5 Messer, 6 Messer, 10 Messer. Ich habe die Möglichkeit, Kunstrasenlüfter da reinzusetzen. Rasenlüfter, Vertikutierer. Dann habe ich den Groomer. Dann gibt es die Rotationsbürste. Ich meine, ja, in Summe sind es 8 Stück. Und wenn ich mir jetzt mal meine Rotationsbürste anschaue, von meinem Sportman Advent 2.1, die habe ich seit 3 Jahren. Die ist so oft bei mir im Einsatz, um den Rasen zu säubern, von Dreck, vielleicht aber auch ein bisschen damit zu lüften. Und da ist in diesen 3 Jahren, bei diesen vielen Einsätzen, nicht ein einziges Mal auch nur eine Bürste rausgekommen. Das Ding hält bis heute. So, und jetzt kriegst du auch den 6. Grund von mir zu hören. Und das ist für mich einfach die Konfigurationsmöglichkeit. Ich habe mich auch nach anderen Spindelmähern umgeschaut. Ich wollte unbedingt einen weißen haben. Meinst du, das war möglich? Nein, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ist hier nicht der Fall. Ich wollte einen weißen Mäher haben. Das heißt am Anfang, ich gehe komplett in der Konfiguration von Anfang bis Ende durch. Benziner oder Elektro? 45er oder 55er? Welche Farbe? Ach, ich hätte gern schönes Pink. Ja, dann suche ich mir einen pinken Ralton aus und kriege ich den Mäher so. Gut, ich wollte jetzt nicht pink haben, sondern ich wollte weiß haben. Für mich komplett einmal so zusammengestellt, wie ich ihn haben wollte, mit den entsprechenden Griffen. Von A bis Z kann ich mein Mäher ganz individuell mir zusammenstellen und nach Hause liefern lassen. Mein 7. Grund ist einfach die Möglichkeit der entsprechenden Zusatzartikel, die ich mir für einen Sportman bestellen kann. Von einer glatten Frontrolle zu einer geriffelten Frontrolle. Seitliche Räder zum Schneiden von hohem Gras. Ich habe einen Abstreifer, den ich mir hier ranbauen lassen kann für die Frontrolle und auch für die Heckrolle, damit, wenn da mal ein bisschen Gras dran kleben bleibt, das gleich abgestreift wird und nicht hier komplett irgendwo verklumpt. Ich habe hier eine seitliche Plexiglasabdeckung und nee, die kann ich nicht pulverbeschichten, ja, die ich hier ranpacken kann, damit er hier an der Seite nicht zerkratzt. Werkseitig kriege ich da oben schon eine entsprechende Werkzeugtasche mitgeliefert. Ich kann Ledergriffe mir ranbauen. Ich habe hier vorne, ich weiß gar nicht, ob ich sie brauche, aber ich fand es einfach mal cool. Ich habe hier eine Halterung für 2 Lichter, falls es schon mal ein bisschen dunkel wird. Dann habe ich da oben den Getränkehalter, den habe ich schon mal mit dem Advent. Ich finde es einfach cool, ob ich den jetzt brauche oder nicht. Ich finde, das Ding sieht total cool aus. Ihr habt mir da auch schon mal ein Bierchen reingestellt, wenn ich abends gemäht habe. Und ich kann mir sicherlich vorstellen, es gibt viele von euch da draußen, die mähen ihre 2500 Quadratmeter. Das schafft ihr von der Leistung vom Akkustand locker. Ja, und wenn es dann abends im Sommer auch mal ein bisschen warm ist, dann nehme ich dann einfach mal einen Schluck Wasser, während ich den Rasen mähe. Dann habe ich bei dem noch eine Handyhalterung. Die ist jetzt gerade nicht da dran.
weil mir fehlt da noch eine etwas längere Schraube, habe ich vergessen dran zu denken. Für mich ist eine Handyhalterung unheimlich praktisch, denn ich drehe meine Videos hier auf meinem Grundstück und ich habe auch gewisses Kameraequipment, was ich mit dem Handy bediene. Da muss ich nicht immer anhalten, das Handy aus der Hosentasche holen und sagen, ja, Slider, jetzt bitte ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Nee, das kann ich tatsächlich während der Fahrt machen, dann ich an mein Handy rangehen und meine entsprechende Kamera auf Start oder Stopp drücken oder was auch immer. Dann habe ich hinten Transportrollen, damit die große Walze hier hinten, ja, eine Metallwalze, nicht hier über die ganzen Steine schrappt, weil das ist unheimlich laut. Ich habe die Möglichkeit, einfach nochmal einen größeren Fangkorb mit dazu zu bestellen. Und nicht nur das, auch meine gesamten Austauschkassetten hängen an einer entsprechenden Wandhalterung, speziell für diese Kassetten gemacht. Das heißt, ich muss sie nicht einfach irgendwo ins Regal stellen. Sie kommen schön säuberlich in diese Wandhalterung rein. So, und Grund Nummer 8 für mich ist einfach der Service, den ich bei Sportman kriege. Gerade mein Elektra, den möchte ich nicht bei minus 20 Grad in der Garage lagern. Das möchte ich den Akkus einfach nicht antun. Ich kann den Elektra zu Sportman ins Winterhotel senden. Dort wird er bei Raumtemperatur gelagert und auch regelmäßig wieder aufgeladen. Er wird gewartet, geguckt, ob alles noch in Ordnung ist. Ich kann die Spindel zum Schleifen hinschicken. Ich kriege das Untermesser gewechselt. Ich kriege die Lager gewechselt, falls es notwendig ist. Und das rundet für mich einfach das gesamte Paket ab. So, das waren also meine persönlichen 8 Gründe, warum ich mich für einen Elektra entschieden habe und nicht für einen anderen Elektrospindel mehr da draußen. Denn ich weiß ganz genau, dass diese Fragen von euch kommen werden. Was ich jetzt mache, ich nehme euch mit. Wir mähen auf dieser Fläche, haben einfach ein bisschen Spaß mit dem Sportman Elektra. Und dann hat es mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Mir seit 3 Jahren hier wirklich treu dabei folgt. Und dann sehen wir uns, ihr wisst es, wie immer, natürlich im nächsten Video. Macht's gut, ciao. We'll be right back.